Moin, ihr artigen Spieler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Ben und dieses Mal widmen wir uns der Lagerverwaltung des Spiels Pathfinder Kingmaker. Bevor wir zum Tutorial kommen, die kleine Anmerkung: Dieses Video ist gleichzeitig Teil meines 16. Let's Plays zu Pathfinder Kingmaker. Wenn ihr Bock habt, schaut auch dort mal rein. Ich würde mich mega freuen. Den Link setze ich euch oben in die Infobox und jetzt gehen wir das Ganze mal an. An dieser Stelle mal ein kleines Tutorial zur Lagerverwaltung. Und zwar haben wir jetzt eine relativ volle Gruppe, die auch ein bisschen angeschlagen und erschöpft ist. Das lohnt sich. Und ich werde es euch ein bisschen erklären. Hier oben gibt es eine Zeitleiste. Wir befinden uns hier ganz, also wo ich mit der Maus wedel, gerade bei der 8. Dort befinden wir uns. Und wenn wir jetzt ganz normal rasten würden, ist dieser Stern die Markierung, wo die Zauber regeneriert sind. Und ja, wie lange wir rasten, können wir jetzt hier gerade gar nicht sehen. Aber er sagt uns das dann auch noch. Hier können wir unsere Rast verlängern, wenn wir wollen, um mehrere Tage. Aber das macht natürlich nicht unbedingt Sinn. Wir springen mal wieder hier zum Anfang. Oder hier bei dem Pfeil mit dem Herzen können wir so lange rasten, bis alle Gefährten durch Ausruhen wieder bei voller Gesundheit sind. Muss auch nicht unbedingt Sinn machen. Jetzt gucken wir uns mal das Verwalten-Menü als allererstes an. Hier kann man nämlich einige Dinge einstellen. Ich nehme erstmal alle Charaktere raus. Das hat er jetzt automatisch verteilt, da habe ich noch nichts gemacht. Und jetzt gehen wir das hier mal Schritt für Schritt durch. Zum ersten sehen wir hier die Rationen. Für eine Rast benötigen wir 6 Rationen. Wir haben insgesamt 12 Rationen. Ist relativ wenig, normalerweise nehme ich mehr mit, aber wir wollen ja auch noch Platz sparen. Jetzt können wir auswählen, ob wir die Rationen verwenden oder nicht. Wenn wir die Rationen verwenden, dann werden die aufgebraucht. Es muss aber nicht gejagt werden. Wenn wir die Rationen nicht verwenden, dann muss gejagt werden. Und das dauert halt seine Zeit. Also, Rasten ohne Rationen zu verbrauchen, dauert mehr Zeit. Man muss dabei auch immer im Hinterkopf halten, in Höhlen, also Dungeons, kann man nicht jagen. Und da muss man Rationen verbrauchen. Das heißt, wenn man vorhat, in Dungeon zu gehen, größeres, wo man auch davon ausgehen muss, dass man da vielleicht mal rastet, dann sollte man auf jeden Fall die Rationen mit einplanen und die mitnehmen. So viel dazu. Auf der rechten Seite können wir noch auswählen, ob wir uns natürlich heilen. Dann sieht man hier, ist gerade ein Herz aufgetaucht. Ich mach's mal weg, ja. So. Dann sieht man, wie lange es dauert, bis man auf natürliche Weise geheilt ist. Man kann aber auch die restlichen Heilzauber und Fähigkeiten, die man noch hat, vor der Rast nutzen, um sich hochzuheilen. Das heilt nicht immer voll, aber spart meistens Zeit. In diesem Fall haben wir jetzt keine Heilzauber mehr. Ich mache es aber trotzdem nicht, weil wir relativ leichtes Gebiet vor uns haben und nicht unbedingt volles Leben brauchen. Ich bin mir gar nicht mal sicher. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der nicht trotzdem hochhält bei dem einfachen Schwierigkeitsgrad, den wir gerade haben. Das also dazu. Und jetzt müssen wir gucken, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aufgaben, die wir verteilen können. Und dann schauen wir einfach mal, wer für was am besten geeignet ist. Wenn man über die Charakterporträts fährt mit der Maus, dann sieht man bei der Aufgabenverteilung, wer für was wie viel geeignet ist. Aydin kann alles, aber nichts wirklich gut. Sparen wir uns erstmal auf. Amiri, ja, kann nichts. Lagertarnung, da würde, und beim Kochen würde sie sogar einen Malus mit reinbringen. Das sollten wir also vermeiden, die verwahren wir uns auch erstmal. Amiri kann jagen, ist auch unsere einzige Jägerin im Moment. Deswegen ziehen wir Amiri in das Jagdfenster rein. Die wird für uns jagen, das ist der Naturwert, der das macht. Lindsay ist die einzig relativ gute Köchin, die wir im Moment haben. Deswegen wird Lindsay auch kochen, zum Kochen gleich nochmal mehr. Harim kann
Wache stehen? Nein, Harim übernimmt die Spezialaufgabe. Zu den Spezialaufgaben. Was diese Charaktere angeht zumindest. Valerie gibt einen Rüstungsbonus. Amiri würde die Waffen schärfen. Lindsay würde ein Lied singen, das die Gruppe bufft. Harim in der Nacht verschwinden bedeutet, dass Harim nachts verschwindet, was dann verursacht, dass unser Lager eher nicht gefunden wird. Also wir haben eine Chance, dass unser Lager seltener angegriffen wird. Finde ich immer fast besser als Wache stehen, denn das kommt erst danach. Jethel, untote Wächter würden das Lager verstärken. Also wenn man lagert, dann kriegt man, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, das hängt von ihrer Fähigkeit ab, ein bis mehrere, halbes Dutzend untote Wächter, je nachdem wie stark Jethel ist, die dann auch das Lager noch beschützen. Ist eine zusätzliche Wache quasi. Verringert aber nicht die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs. Die kämpfen dann nur mit, wenn man angegriffen wird. Jethel wird jetzt Wache stehen. Lagertarnung, ja, da Valerie hier sogar einen Malus hat, wird das jetzt Aydin übernehmen. Und Valerie kann noch Wache stehen. Das schadet zumindest nicht. Zu den Rezepten beim Kochen. Hier rechts neben dem Kochenfeld tauchen die Rezepte auf. Das sind die, die wir die ganze Zeit einlesen. Mit der Zeit werden das dann hier einigermaßen viele Rezepte. Wenn man drüber hovert, dann sieht man auch, was man dafür braucht. Für dieses Rezept bräuchten wir jetzt ein Butter, ein Geflügel und ein essbares Moos. Wir haben 7 Butter, 7 Geflügel, 4 essbares Moos, also kein Problem, das zu kochen. Und hier kann man dann auswählen, die geben verschiedene Boni. Ich werde jetzt mal hier so ein Geschwindigkeitsboni, also Bewegungsrate, auswählen. Und da muss man sich dann überlegen, was man davon braucht. Kann aber auch scheitern, je nach Kochenstufe. Muss nicht immer gelingen, darauf wird dann auch nochmal gewürfelt. Ja, das war's soweit zur Lagerverwaltung. Jetzt gehen wir nochmal in das Hauptmenü vom Lager. Hier sehen wir jetzt nochmal die einzelnen Gruppenmitglieder und die Aufgaben. Kann hier aber nichts einstellen. Sieht nur nochmal auf der Karte eine grobe Übersicht, wo man sich gerade befindet. Und ja, wir beginnen mal die Ruhepause. Eure Religion ist Wahnsinn. Wie könnt ihr zu jemandem beten, der uns alle töten will? Grötes will überhaupt nichts. Diese erbärmliche Welt wird untergehen, so oder so. Mein Gott wartet lediglich geduldig auf diesen Tag. Sein Weg sind Geduld und Demut im Angesicht des Unvermeidlichen. Ja, es gibt hier oft so kleine Dialoge. Und jetzt sehen wir hier, wenn es grün ist, ob es erfolgreich war. Wenn es rot ist, dann war es ein Misserfolg. Die Jagd war erfolgreich. Die Lagertarnung war erfolgreich. In der Nacht verschwinden ist sowieso gegeben. Kochen war auch erfolgreich. Das heißt, wir haben den Bonus bekommen. Und angegriffen wurden wir auch nicht. Sollte man angegriffen werden, kommt man in eine Zone, muss kämpfen. Einige Charakter, die liegen dann noch da und schlafen. Das kann ein paar Runden dauern, bis die aufwachen. Manche Charaktere können ihre Rüstung nicht tragen. Das kommt dann nochmal on top. Es sind also dann relativ oder können relativ schwierige Kämpfe sein. Muss nicht sein. Es ist immer besser, wenn es nicht zum Kampf kommt, wenn man also das Lager tarnt oder Harim aufstellt oder eben Wachen aufstellt, dass es gar nicht erst zum Kampf kommt. An dieser Stelle endet das Tutorial. Es war mir eine Freude, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und klickt auf die Glocke. Ich freue mich dann und ihr bekommt Bescheid, wenn ich neue Videos hochlade. Und wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne auch ein Like dafür da. Bleibt großartig, euer Ben.